Wir schauen heute mal wieder den besten Solospielern in Europa zu. Und zwar seht ihr sie schon jetzt hier im Hintergrund. Wenn man eine Runde gewinnt, bekommt man 100 Dollar von Epic Games garantiert als offizielle Earnings. Wir haben sehr, sehr viele krasse Spieler dabei, wie Reason, Buddy, Al, Cringe und so weiter und so fort. Mal gucken, ob wir vielleicht den ein oder anderen Win spectaten können. Vergesst auf gar keinen Fall, das Video hier ein Like da zu lassen und den Kanal kostenfrei zu abonnieren, um weiterhin den Content auf dem Zweitkanal zu supporten. Jetzt würde ich sagen, wir gehen in die Solo Victory Cash Cup Final Runde. Let's go, rein da. Hier sind die Ehrensupporter von euch eingeblendet, die mir auf Instagram ein Bild zukommen lassen haben, wie sich was mit dem Code ALBIVB im Alpenshop geholt haben oder den Code einfach nur eingetragen haben. Das reicht auch schon völlig aus, um eingeblendet zu werden. Vielen, vielen Dank für den unglaublichen Support. So, wir gehen auf Reason. Let's go. Er hat in seiner ersten Runde, er hat jetzt schon 6 Kills und er macht seinen 7. Er geht hier schon wieder komplett durch. Ich weiß nicht, was mit Reason los ist, aber in den Finals, er spielt wirklich wie ein junger Gott. Es fühlt sich so an, als ob es Opens für ihn ist. Das ist wunderschön, Chat. Das sind alles die Goats! Ja, es ist aber, du bist aber auch ein Goat. Du hast schon 7 Eliminierungen, Bruder. Reason Gotti, würde er sagen. 7 Kills. Reason merken wir uns. Da kann auf jeden Fall ordentlich viel passieren. Cringe leider in der Lobby ist scheinbar erste Runde schon gestorben. Wunderschön mal, den Jungen hier spielen zu sehen. War real. In den Finals. Der Junge, der spielt hoffentlich mal wieder ein bisschen Fortnite. Das wäre so... Ja, einfach Varial ist cool. Ich würde mir einfach wünschen, dass von dem Jungen man einfach öfter Fortnite-Gameplay sehen kann, so auf Twitch. Das wäre einfach richtig geil. 3 Eliminierungen, 57 Alive. Geil. Hat auch schon mit das Medaillon, das Healing-Medaillon. Nee, Quatsch, er hat das Nitro-Medaillon. Sorry. Wegen der Pump auch. Merken wir uns auch. Kann auf jeden Fall. Oh, warte mal. Der sneakt sich an jemanden gerade an. Da bleiben wir ganz kurz drauf. 26. Und Willin Keen. Schauen wir sehr gerne drauf. Andere boxt sich komplett. Varial will eigentlich reinjumpen und wollte eine Wall placen. So schnell und so gut und so lecker und so gut war der all. Geil. 4. Kill. 55 Spieler noch alive. Er wird aber geclean. Wir gucken drauf. Von dem Alien. Oh. Sowas gibt's in Valorant nicht, war der all. Das Nitro-Ding, das regt ihn wahrscheinlich jetzt schon auf. Aber es ist auch schrecklich. Ich finde, das Nitro-Ding inzwischen geht es. Es geht inzwischen. Aber es ist trotzdem immer noch sehr schlimm. Gerade in so Cups. Das kann ich schon mal gut nerven. Wenn du. Dein Vater ist. Deine Mutter ist ein. Wir distanzieren uns. So, wir gucken aber mal weiter. So, okay. Wir gehen auf Vico drauf. Vico, unfassbar gut im Keen. Unfassbar gut im Keen. Hat deswegen auch schon 3 Eliminierungen. 55 Spieler sind noch alive. Und Vico macht Spaß. Vico macht richtig, richtig schön Spaß. Man kann dem zugucken, sich zurücklehnen, bisschen Popcorn. Ich weiß auch gar nicht, warum hat er eigentlich seinen Campingplatz da abgebaut? Hat er nicht immer so ein Campingzelt gehabt mit Vico so am Rand? Jetzt sieht man mal, wie sein Zimmer aussieht. Und der Keet hier. Wow, was eine Kontrolle, ne? Der hat so eine Kontrolle. Die Sense fragt ihn, was für eine Sense er spielen will. Boah. Die Sense hat ihn gefunden und nicht er die Sense. Das ist Wahnsinn. Er hat es so kontrolliert. Das ist so schön einfach. Ich mag Vicos Playstyle extrem. Okay. Kita kommt. Ja, er wird ein Intro nehmen und dann rein. Doch nicht. Geht aber so ein. Vico ist so einer, der dreht auch erst auf, so was Content betrifft, im Endgame. Im Endgame fängt er plötzlich an rumzuschreien. Ich verstehe gar nicht, warum. Warum ist der Midgame so ruhig? Und dann im Endgame macht er komplett wachsen. Okay, wir gucken weiter. Vico, wahnsinnig spannend. Aber ich würde sagen, wir switchen ein bisschen durch und wir gehen mal auf Queasy. Was macht Queasy da? Was ist das für eine Zone? Queasy Lockenkopf. 2 Kills. Queasy auch eine gute Möglichkeit, hier seine Earnings zu erhöhen. Queasy hat 100 Dollar Earnings, mal auch in einem Solo Victory Cash Cup geholt. Wäre geil, dass er das Ganze verdoppelt. Ich schau mal, Kato. Auch mal interessant, dem Jungen hier zuschauen zu dürfen. Sonst spielt er immer nämlich No-Build. Aber jetzt endlich mal wieder im Bild unterwegs. Ne, Kevin? So konzentriert, wie du ausschaust, so sollst du auch bleiben, Kevin! Immer Trash-Talken in den Creator-Videos. Jetzt will ich aber auch mal Earnings sehen von dir. An der Stelle. 42 Spieler noch alive. Okay, wen haben wir hier? Fischi. Sehr geil, dass er mal Face gemacht. Feier ich ultra. Geil. Unfassbar guter Controller-Spieler. Kato selbe Runde wie Queasy. Das werden wir checken gleich. Wir haben wirklich fast alle gleich im Endgame ihrer ersten Runde. Sehr, sehr, sehr spannend. Wir werden gute Endgames. Die Leute haben auch guten Stuff, den Leuten, denen wir zugucken. Wir hatten eine Woche vor kurzem, wo auch wir den besten Spielern in Europa zugeschaut haben. Da war es nicht gut. Da sind sehr, sehr viele sehr early down gegangen. Jeder war irgendwie unconfident an dem Tag. War krass. Aber ich habe heute ein gutes Gefühl. Heute werden wir viele Earnings sehen. So, wir gehen mal drauf hier auf Malibuka. Vielleicht hören wir die ein oder andere Beleidigung auf Russisch, aber sonst bleiben wir mal auf ihm drauf, denn er ist am Keen. Malibuka auch ein wahnsinnig guter Spieler, da braucht man überhaupt nicht debattieren. Boah, aber der Gegner ist auch nicht schlecht. Oh! Was macht denn der Gegner?
Malibuga mit allen drei Medaillons. 5 Eliminierungen, 45 Spieler noch alive. Und die Spieler wollen ihn killen. Er will, dass er Medaillon wieder droppen, damit er schneller healt. Macht er gut. Schade. Spielt sogar die Deagle. Boah, Malibuga mit einer super Performance schon wieder. So confident, das ist so krass. Es ist nicht ohne Grund, warum der Mann so viele Earnings hat, warum er so ein Pro ist, die ganze Fortnite-Welt kennt. Der ist so geil. Der Typ ist einfach geil. Boah. Da muss ich abboxen und da geht er rein. Da geht er schön mit seinem Nitro-Medaillon rein. Da kennt er gar nichts. Ja. Ja. Das ist vorbei für den Gegner. Guck mal, wie schnell. Trippy am Trippen. Raus mit dem. 7 Kills Malibuka und ich würde sagen, ich sehe es schon im Chat die ganze Zeit, wir müssen mal wieder auf The Goat the Goats gehen und zwar Reason habe. Reason mit 15 Eliminierungen, 35 Spieler noch alive. Der Mann hier kann hier eine Bombe droppen, die deutsche Welt hier in Fortnite noch nicht gesehen hat. Wahnsinn. 15 Spieler noch alive, ist Quatsch. 34 Spieler noch alive und Reason mit... Mein Gott, wie er die Jungs zerstört, Reason, ich bin so stolz auf dich. 17 Kills, 32 Spieler noch alive, der kann ja so, er meint gerade im Chat, der kann eine 20er Killbomb droppen? Der droppt hier keine 20er, der ist kurz davor, hier auf einer 30er auszurutschen. Und ich habe das Gefühl, Reason macht ihn mal so aus Versehen, ne? Der denkt da gar nicht drüber nach. Geil, rein da. Hat er alle drei Medaillons? Ich glaube schon. Junge, 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 er fightet drei Leute gleichzeitig, merkt ihr das? Bruder! Er ist so gut, ne? Aber er hat aber die zwei Medaillons. Also er hat hundertprozentig Ceiling-Medaillon und Nitro hat er, weil Nitro hätte er sonst dabei. Aber er hat die zwei wichtigen hat er dabei. Krass, krass, krass. Super! Boah. Der Gegner, der muss aber auch echt dran glauben, ne? Also aus dem Handgelenk geschüttelt so ein bisschen. Wahnsinn, was eine Performance von Reason habe ich. Das ist wirklich verrückt. 19 Kills hat der Mann, 27 Spieler sind noch live. Ihr versteht überhaupt nicht. Der kann hier so eine fette Bombe droppen. Er muss nur darauf achten, dass er jetzt nicht zu sehr auf die Kills schaut, sondern auch am Ende das Ganze schön gewinnt. Das wäre geil. Weil klar, 30 Kills, dritter Platz ist halt nicht so geil wie 25 Kills und erster Platz, ne? Ist halt einfach so. Deswegen trotzdem auf Win spielen. Super, 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 super. Gut, Boyania in die Lobby tanzen geschickt. 12 Spieler sind jetzt noch alive. Reason jetzt schon mit einer 20er Bombe. Er kann noch 30 machen. Er könnte, wenn er alle Spieler holt. Aber das wird wahrscheinlich nichts. 25 wäre auch crazy. 25 Kill-Win kann er machen. Er wird jetzt gespleeft. Er kriegt einen Kill. Alles gut, er hat das Nitro-Medaillon. Ist chilling. Gönnt sich jetzt eine Cola und ist jetzt schon ahead und kann ein bisschen back gucken. Vielleicht kriegt er da noch einen Kill. Er schippt dann Fall Damage, der andere. 21 Kills hat er. Gönnt sich den Flopper, hat immer noch den High Ground. So gut, so gut. 7 Gegner noch. Was macht er? Lol. Was war das denn für ein Play? Hat sie das gemacht? Okay, das war nicht sehr interessant. Das war nicht wahnsinnig interessant. 6 Gegner noch. Er will wirklich für den Heal-Off gehen. Obwohl er eigentlich nicht müsste, glaube ich. Die Spieler gehen echt down. Guck mal, es sind noch 3 Gegner. Die könnte man alle fighten. Noch 2 Gegner. Es wird nicht ins Heal-Off gehen. Ja, noch ein Gegner. Vorbei. Und wenn der Gegner unten wüsste, dass das Reason ist. Jetzt kriegen wir gleich einen Schreier ab, Chat. Jetzt wird gleich geschrien, Chat. Let's go! W's in Chat! 22k Win! W's. Oder wie viel habe ich gemacht? Ich habe, glaube ich, mehr als 22 sogar. Sehr, sehr stark, sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Und da haben wir den ersten Win des Tages gesehen. Sehr, sehr, sehr heftig. Wer ist im Endgame? Haben wir irgendwie im Endgame? Malibuka wahrscheinlich. Malibuka im Endgame. 11 Eliminierungen. 25 Spieler sind noch alive. Wir bleiben drauf. Malibuka geht's gut. Er hat alle drei Medaillons, haben wir vorhin gesehen. Mit der Deagle macht er Action. Der macht weiter Action mit der Deagle. Hat die AR und die Deagle. Sehr, sehr stark. 17 Spieler noch alive. Kato als 10. gestorben. Sehen wir hier. Einige haben sich gewünscht, dass ich da kurz vorbeigucke, aber er ist dead. Schade. Kevin auch gut, gute Performance. 15 Spieler sind jetzt noch alive. Malibuka 12 Kills. Was sagt ihr? Holt es Malibuka? Safe? Nee? Boah, ich sag, der hat es. Er hat unfassbar viele Mads. 3 Mad-Kills. Er hat die Medaillons. Nichts fehlt ihm. Er hat alles, was er braucht. Er ist verrückt. Stark.
Nochmal mehr Medkits. 12 Spieler noch. 11 Gegner, 13 Kills Malibuka. Geisteskrank. Und ihm geht's so gut. Er hat so viele Meds. Er guckt einfach mit der Diegel runter. Bam, hier aus dem Handgelenk. Bam, nochmal aus dem Ärmel geschüttelt. Und der Typ ist One HP. Ja, was soll er machen? Bad. Bam. Er kann im Endeffekt von den Kills her genauso viele wie Reason machen. Es geht noch. Es ist noch möglich. Das ist der Wahnsinn. Wie er sich diese zwei Diegel-Hits aus dem Ärmel geschüttelt hat, ne? Ein 197er-Hit. Das muss dem Gegner ja so wehgetan haben. Der war auf 200 AP und ist direkt auf 3, ne? Boah. Da dachte ich auch noch, was zum Teufel der Cheat ist. Das hat er, das hat er. 100%ig hat er das. Problem ist halt wegen Heal-Off. Er hat 3 Medkits, er weiß aber noch, wo drei andere Medkits sind, glaube ich. Als er sich gemarkt hat. Warte mal. Wo sind die anderen? Die anderen sind schon ins Heal-Off gegangen. Und ist nur noch einer. Die anderen sind schon ins Heal-Off gegangen, krass. Okay, und er geht ins Steal-Off. Schauen wir uns das an. Das kann nicht wahr sein! Bro. Oh mein Gott. 2 Gegner noch alive. Wow. Ja, GG's. GG's Malibuka. Ja. Auf ganz entspannt. $100 mitgenommen durch die erste Runde. Sehr, sehr stark. Ja. GG's. Okay, haben wir irgendwie in Endgame Asa vielleicht, oder? Guck mal, Asa ist kurz vor Endgame. Gucken wir mal hier rein. 35 Spieler noch live. War der alles offline? Och, Mann. Davon war der... Aber ist er komplett dead, oder was? Hat er keine Games mehr? Boah, Vico, was macht Vico? Vico schon wieder am Keen. 12 Kills. Ach, das ist noch die gleiche Runde. 26 Spieler noch live. Wir bleiben auf Vico drauf. Boah, bei Vico ist... Oh mein Gott, der hat auch geilen Stuff. Boah, Vico ist spannend. Der ist auch ein bisschen weiter gerade als Asa. Danach können wir auf Asa drauf gehen. Stark. 13. Kill für Vico. Der holt die ganze nur Catwoman-Skins. Der Catwoman-Skin, der muss dran glauben. Wird nicht überleben. Oh, von der Seite. Aufpassen. Nicht choken, nur wegen dem Kill. 13 Kills, 22 Gegner noch. Vico ist extrem ruhig, ne? Das ist krass. Nochmal ein Kill. 14 Kills. 20 Gegner noch. So eine geile Performance von Vico wieder. Starker Hit. Die Gegner sehen so schlecht aus, ne, im Vergleich. Ist das schön, ne? 15 Kills. Oh, bitte gewinn das. Das sieht so schön aus einfach. Also Vico gefällt mir mechanically, boah, eigentlich würde ich schon sagen, von den Deutschen auf jeden Fall am besten. Mechanically einfach ein Goat. Also nein. Schade. Mann, ich krieg keinen Coin, weil die alle nur wegrennen. Dann erste Runde, ich sterbe an Cheater. Also, das Leben kann nicht schlimmer sein, Bro. On my life. Asa, 4 Kills, 16 Spieler insgesamt noch alive. Asa, auch ein sehr guter deutscher Pro. Und ich sage euch ehrlich, er hat geilen Stuff. Er hat halt nur kein Green Healing bisher fürs Heal-Offen, falls es zum Heal-Off kommt. Und es wird sehr wahrscheinlich dazu kommen. Im Regelfall kommt es ja immer dazu. Ist bei Reasons Runde eigentlich eine Ausnahme. Würde ich mal meinen. Stark. Auch keine Green Healings. Oh, noch 7 Gegner. Hoppa. 5 Gegner noch. 4 Gegner noch. Da ist einer mit Medkits. Und der healt gerade. Den braucht er. Der hat Medkits. Noch 3 Gegner. Er braucht den. Ja. Nice. Er hat 3 Medkits, sehr gut. Und da sind noch mehr. Dem hat er ordentlich den Tag versaut. Boah, der hat ja alles, der andere. Let's go. Letzter. Er muss es haben. Alles gut, müssen wir. Nice. Asa mit $100 Earnings. Stark, sehr stark gespielt. Ganz stark. Wunderbar. Reason, glaube ich, offspawn dead. Reason, glaube ich, offspawn dead. Okay. Okay, wir gehen auf den nächsten. Marius. Marius ordentlich am Keen. Oh, geil. 5 Kills Marius. 56 Spieler noch alive. Oh, das kann nach einem ordentlichen W-Key-Game aussehen. Stark. Bro, I'm so bad. Oh my god.
gezockt. Bro, what? Lol, das ist hart. Wie geht's, Kato? Da steht doch keine 100, Kevin! Kevin, da steht doch keine 100! Ich will diese 100 Dollar hier unten stehen sehen. Na, so würde ich auch gucken, wenn ich noch keine 100 Dollar übrigens hätte. Warte kurz, Kevin. Die Cola, Bruder. Warte, ich muss kurz gucken. Okay, Niklas ist scheinbar spannend, da sagt die alle. Wo ist Niklas? Okay, Niklas, 35 Spieler noch alive, 34 Spieler noch alive, hat einen Kill. Niklas, keine mehr! Digga, halt einfach alle die Piss. Der hat sein Mikro fast im Mund. Niklas, bisschen Abstand. Man hört dich gut genug, Minio. Bro, will auch ein Kind von mir. 31 Spieler noch alive. Konzentriere dich, Minio. Bleib stehen. Geil! Komm, geil, kind. Niklas, geil! Hallo! Niklas, geil, okay. Niklas! Nein, bitte nicht. Nein, nein. Hey, ich werde zusammengeschlagen. Stopp! Stopp! Raus! Oh mein Gott, Digga. Mann, jetzt hat das mir gar nichts gebracht. Oh, die Mindkills und alles da unten. Das Nitro. Oh, oh schade. Hier hat Medkits her. Piss dich doch. Bitte. Naja, bringt gar nicht. Ein neuer Refresh. Naja, er braucht halt Medkits, ne? Ja, ich hab nix. Oh, der schaut übel los aus, der Typ da. Ja, der wird auch gekeet. Dieser goldene Superheld, wer war er denn? Der oben ist alles kraft. 14 Gegner noch. Hallo! Gut! Hallo. Nein. Mein Gott, nein. Pack das nicht, ne? Stirbt einfach keiner, ne? Oh, Alter. Stirbt einfach keiner. Immer noch, 14 Gegner live. 12 Gegner jetzt. Jetzt sind Leute down. Gut, Niklas, gut. Rein, da musst du rein. Medkits, in die Mitte und raus. Ja, drei Medkits, sehr stark. Und Nitro, sehr gut, stark. Gut. Okay, chilling. Ein Medkit gleich poppen, wenn du in so bist. Medkits play machen? Bitte, geh back. Gib. Ja, oh mein Gott. Sehr stark, Ed, Glück. Richtig. Okay, jetzt muss mein Moment gleich kommen. Liegt denn da was? Gehört auch mit dazu. Bisschen Glück, Chat. Ist immer wichtig. Ja? Da kommt einer rein. Gut. Oh. Oh. Wenn er drei Schuss gehabt hätte, wäre so geil. Oh. Medkits, alles war! Er hat alles! Nein, jetzt nicht paniken, Niklas, bitte! Lauf. Nein! Lauf! Na, Bau! Nein, bitte! Nein, bitte! Einmal in mein Leben! Nein, du hättest die Medkits noch mitnehmen müssen, Bro! Für die AR da, die hässliche! Nein, er kann hier Medaillon! Ach, Digga, das wichtigste Medaillon hast du nicht! Ich hab hier! Ach, Digga! Nein! Oh mein Gott! Oh! Ich weiß nicht, wie ich lebe! Ich weiß auch nicht, keine Metz mehr! Top 7? Medkits poppen. Ich gewinn das! Das weiß ich nicht, Niklas. Du siehst mich nicht. Ich believe aber. Pump ist die Pump leer, Chat? Medkits nochmal. Er hat die eingesammelt, der Gegner. Droppt runter, sehr gut. Er hat immer noch keine Meds. Er macht es aber wirklich gut. Niklas macht es wirklich gut, Chat. Dafür. Seh mich nicht. Bin unsichtbar. Oh, stark, dass die zwei sich weiten. Er muss irgendwie runter. Er muss runter da. Er braucht den Refresh. Na. Schade. Och, Rock Knight. Trotzdem. Gut gemacht, Niklas. Gut das gemacht, war so ein Scheißspiel. Es war so ein Chaoten-Game. Wirklich, es war trotzdem sehr gut. So, wo gucken wir drauf? Wo können wir drauf gucken, Chat? Okay, wir gehen auf Queasy. Bei Queasy hat Copyright Music an. So, 57 Spiele noch live. Und Digga, würden die doch einfach alle Brain haben, Digga. Bro, dem Jungen geht's echt nicht gut, Mann. Bro, er muss offline gehen, Mann. Der muss offline gehen. Mann, es ist wirklich das Spannendste, was es hier gerade gibt, ist Kevin am Schlafen. Das kann doch nicht sein. Ah, doch, Reason hier am Keen. Gut, halt. Hast Migräne, du hast sehr, sehr starke Kopfschmerzen. Ich werd's rappen. Pro, bitte. Okay, damit spiele ich auch was rein. Teichi Full Late Game, okay. Cool. 33 Spieler noch live. 2 Kills, Teichi Bitchy. Teichi macht einen ruhigen. Auch weil die Cola slurpt. Oder macht er nicht? Aber will den Fizz mitnehmen, um sich zu sparen. Aber weiß ich, ob ich das unnötig riskieren würde, sage ich euch ehrlich. Ja, wobei die Colas im Endgame sind sogar echt besser. Statt den Juice. 29 Spieler noch live. Bzw. 28, 27 Gegner noch. Er hat 2 Kills. Und der hat eigentlich solides Inventar. Dem geht's echt gut.
Ist auch schon in Zone? Sehr nice. Gut, Taichi, gut, 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 gut. Ey, wenn er so weiter. Ich glaube, der gewinnt das, ne? Der hat gute Chancen dafür. Taichi spielt es wirklich sehr, sehr entspannt. Das finde ich echt gut. Will auf Highground gehen? Ist niemand auf High, oder? Ist gar keiner oben. Ah doch, jetzt. Stark. Sehr schön. 11 Gegner noch. Da wollte er rein. Aber er wastet überhaupt keine Mats. Er macht echt alles wirklich nice. Er braucht jetzt noch einen letzten Refresh. Wenn er jetzt irgendwo noch einen kriegt, dann hat er das. Ja, und das wird es wahrscheinlich sein. Der wird sein. Ah, er geht woanders raus. Okay, da war back so halb. Mach doch runter auf den, okay, interessant. Hat nur noch ein Bildchat. Ich hab keine Mats, ich hab keine. Ey, wirklich, ich bin der stärkste Spieler. Oh mein Gott, bin ich scheiße. Ey, nein. Oh, als ob ihm das nicht aufgefallen ist, dass er keine Mats mehr hat. Schade. Ey, aber trotzdem gut gespielt. Okay, Karte ist offline. Okay, besser ist es. Er soll sich echt ins Bett legen, der Arme. Oh mein Gott. Ja, er hat das mit der Jahr. Nein, er ist doch nicht. Mann. 7 Kills, Reason, 34 noch alive. Warum mach ich sowas? Ja, nice, das war einfach komplett retarded. Oh! Reason macht keinen Willen jetzt, bitte. Ah, nee. Chill ein bisschen. Ich geh retire in diesem Game. Aber warum mache ich sowas? Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich wollte gerade sagen, warum machst du diese Edits auf? Ja, nice. Er will den unbedingt holen, weil Reason so ein großes Ego hat und ich verstehe das. Er weiß, dass er halt der Beste der Lobby ist. Aber irgendwie, wenn es der Fight nicht sein soll, dann lass es. Er hört nicht auf, ne? Guck mal, er fightet den weiter. Ich mach Twitch-Chat aus. Der hat den Heal-Coin. Und er stirbt. Gute Rotation. Oh mein Gott. 29 Spieler noch alive. 7 Kills, Weezen Abi. Geil. Da sind Medkits. Nice. Fizz einmal voll und dann Medkit nehmen. Also mitnehmen. Ah ne, er nimmt die Crash Pads mit, oder? Aber warum die Crash Pads? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich hätte die Medkits genommen. Weil er hat doch 4 Nitro. Ist der! Hey, wer macht sowas? Bitte! Einfach aus. Ja, und jetzt kriegt er mich, oder was? Okay, ich brauche einen Refresh, Bro. Ja, zähl ja mal, du wirst gelöscht, du kleiner Ich lache nicht wegen der Beleidigung, das ist nicht gut. Wir distanzieren uns wieder. Kenny, ich schwöre auf alles, wenn du das machst, du bist der größte in der Welt. Aber genau deswegen lösche ich, habe ich alle vorgestern gelöscht. Genau deswegen. Es ist so nervig. Ja, Bro, also ihr seid wieder ganz witzig. Ich schwöre, Kenny, du bist der Rücken. Wow! Sorry fürs Schreien. Medkits, das ist alles. Bro, bitte. Wahrscheinlich töte ich jemanden, der only Medkits spielt, oder? Das ist doch gut. Also ja, du brauchst Blue Healing, klar, aber... dieser Jamal, der hat aber auch wirklich Klöten aus Stahl, ne? Der macht weiter. Oh, Jamal, du wirst gleich so angeschrien, ne? Wenn Reason tot ist, Jamal ist schuld. Ich sage es euch. Jamal ist schuld, meine lieben Freunde. Erst als Kato, als Altbeleidung, jetzt willst du Reasons Cup zerstören. Ey, Mann, jetzt das stimmt, das chillt doch mal ein bisschen. Das stimmt doch überhaupt nicht. Was macht der oben? Nein. Er hat seine Oma ans Keyboard gelassen, der hört ja überhaupt nichts. Ich bring mich um. Jamal! Jamal, du musst aufhören. Jamal, ich schwör's dir. Jamal, wenn du irgendwie aus irgendeinem Grund meinen Stream in einem anderen Tab aufmachst. Jamal, du musst.
Jamal, du musst aufhören, Jamal. Ich mein's echt ernst, du musst aufhören. Ey, Bro, wenn Reason gewinnt oder verliert, ne? Jamal ist es. Also, wenn er verliert, dann ist Jamal schuld. Wenn Reason gewinnt, dann wird Jamals Familie dran glauben. Und das ist hart. Das wird hart. Da müssen wir wahrscheinlich muten, das wird hart. Bro, guck mal die Energie, die sich auflädt in Reasons Gesicht, das ist heftig. Oh mein Gott. Ich pack das gerade nicht. Er lädt weiter ein, er enjoyt es gerade richtig. Der hat locker eine Wette gegen seine Freunde verloren auf Discord. Reason, nur noch 7 Builds. Bitte gewinnt Reason das. Ach. Oh, Jamal. Ja, Mann! Ja, erzähl ja mal, du bist arm, du. Also wirklich, was ist das für ein Bart? Ich geh jetzt rein und beleidige ihn. Mit Absicht. Medkits Play nichts gebracht. Komm, join schon Voidchat, dann du. Level 311, nicht mal Battle Pass durch. Du bist höheres Level als ich und du hast keine Earnings. Bitte, dann rede doch, du kleiner Bart. Ja, da lief der, ne? Ich hab Reason Spam invited. Ich bin Level 311. Ich esse den ganzen Tag nur McDonalds und bin scheiße. Bro, Facebook immer Zahnbein vom Fettbrenn. Mann, ich verstehe aber Reason. Ich verstehe ihn. Jamal hat's echt übertrieben, Mann. Der McDonalds Call war hart, aber Jamal hat schon. Junge Jamal, du musst chillen, Bro. Retalk. Ich muss auch kurz zuhören, ob er irgendwas sagt. Bro, ich scroll so lange, bis ich dich gelöscht hab, du. Ach, er hat ihn noch nicht gefunden. Oh, das muss ja richtig triggern, wenn er ihn nicht mal findet. Ah, oh, ich weiß nicht, was ich glaube. Jamal hat Reason gelöscht. Das wäre heftig. Vielleicht hat er dich gelöscht. Was denkt er? Denkt er, kommt damit jetzt in die Top 3 Most Respect Moments oder was? Vielleicht hat er dich gelöscht. Was denkt Boah, er? Boah, das wäre schon Riss. Denkt er, kommt damit jetzt in Dennis die Top 3 Most Bastard, Respect Digga. Moments oder was? Aber das wäre schon hart, ne? Wenn er Reason so genervt Dennis hat und dann auch noch selber löscht. Bro, das wäre heftig. Anstelle von Reason hätte ich jetzt so das Verlangen auf Löschen zu klicken, ne? Und Jamal. Guck mal. Er hat ihn gelöscht. Jamal hat ihn gelöscht. Boah, oh mein Gott, das muss ja so nerven jetzt, ne? Boah, das muss echt ärgerlich sein. GG's.